Jürgens Gedanken zum Tag. Lerne zu vergeben wie Jesus. Eine der faszinierendsten christlichen Persönlichkeiten, von denen ich gehört habe, ist Carrie ten Boom. Sie hat zusammen mit ihrer Familie unter Einsatz ihres Lebens Juden in Holland vor den Nazis versteckt und viele gerettet. Als Christin sah sie die Juden als das auserwählte Volk ihres Gottes an. Aber wie so viele wurde auch diese Familie irgendwann verraten und ins KZ gebracht. Carrie ten war die einzige Überlebende, alle anderen wurden umgebracht. Es war ein Wunder, dass sie das KZ als freie Frau verlassen konnte, denn irgendjemand hatte Papiere durcheinandergebracht. Nach dem Krieg setzte sich Carrie ten Boom für die Versöhnung von Opfern und Tätern ein. Das ging so weit, dass sie, als sie in einer ihrer Veranstaltungen nur 2 Jahre nach dem Ende des Krieges einem ehemaligen KZ-Wachmann gegenüberstand, diesem vergab. Später schrieb sie auf, welchen inneren Kampf sie in diesem Moment zu kämpfen hatte, wie sie innerlich gebetet hatte und wie sie Gott schließlich wieder auf den Thron ihres Lebens setzte und damit in der Lage war, zu vergeben. Carrie ten Boom verstand es, wie Jesus zu vergeben. Sie verstand es, dass dieser Wachmann, der in dem KZ arbeitete, in dem sie lange saß und in dem ihre eigene Schwester zu Tode gekommen war, selbst verletzt war und Heilung brauchte. Wenn Menschen uns etwas Schlimmes tun, selbst wenn sie uns nur mit Worten oder Taten verletzen, dann ist unser Blick meist auf uns und unseren Schmerz gerichtet. Ten Boom aber hat gesehen, dass der Aufseher nicht nur sie, sondern sich selbst ins Unglück gestürzt hatte. Wenn ein Mensch einen anderen verletzt, dann verletzt er sich, ob er es wahrhaben will oder nicht, auch mindestens genauso sehr selbst. Wenn die Bibel recht hat und wir Gottes Kinder sind, dann legen sich die Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, nicht nur mit uns, sondern auch mit Gott an. Wenn ein Mensch meinen Sohn verletzt, dann werde ich das nicht akzeptieren und für meinen Sohn einstehen. Und ich bin nur ein weltlicher Vater. Gott tut dasselbe. Deswegen allein brauchen diese Menschen Vergebung. Als man Jesus ans Kreuz gehängt hat, betete er zu seinem Vater. Nicht, er solle alle bestrafen, die ihm das angetan haben, sondern er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bat um Vergebung für die Menschen, die ihn quälten, verspotteten, schlugen und schließlich umbrachten. Das war eine unglaubliche Vergebung. Lass dich von Jesus inspirieren. Es wird dich und dein Herz entlasten, es wird aber dein Gegenüber auch entlasten. Wir alle müssen versuchen, wie Jesus zu vergeben. Ich bete. Herr, wenn Menschen mich verletzen, hilf mir, meinen eigenen Schmerz zu überwinden und ihren Schmerz zu sehen. Hilf mir, wie Jesus zu lieben und zu vergeben. Amen. Sei gesegnet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Bitte ist, die alle anderen Bitten des Vaterunsers erst ermöglicht. Von Jochen Klepper.